möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich habe in Konstanz studiert und auch mein Referendariat absolviert. Aus dieser Zeit kenne ich auch den Herrn Dr. Söhnen. War dann auch in Konstanz Rechtsanwältin für Familienrecht 3 Jahre lang und bin seit 13 Jahren an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg Professorin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht. Seit 4 Jahren habe ich mich mit dem Wechselmodell ausschließlich in meiner Forschung beschäftigt. Ich wollte ein ganz kurzes, dünnes Aufsatz schreiben oder ein kleines Büchlein im Rahmen eines Forschungssemesters. Und es hat dann aber doch sehr lange gedauert und kam mehr raus als gedacht, ist im August erschienen. Ich bin beim Deutschen Familiengerichtstag seit 15 Jahren. Der Deutsche Familiengerichtstag hat auch in diesem Herbst sehr erfreuliche, sehr pro Wechselmodell sprechende Thesen verabschiedet in einem Arbeitskreis, den ich dort leiten konnte. Und ich bin im Deutschen Juristinnenbund seit 25 Jahren, seit ich studiert habe. Und finde auch das ganz wichtig, weil für mich ist das auch eine Frage von Gleichberechtigung, von Emanzipation. Und insofern ist schon klar, dass es da Konflikte gibt und Reibungspunkte. Aber ich sehe mich eher als eine als Feministin, denn als was anderes hier. Ich habe 2 Töchter, die sind 7 und 8 Jahre alt. Und die haben diesen kleinen Film sich auch angeguckt und fanden den richtig gut. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich eine kurze Definition zum Wechselmodell geben, damit wir auch vom Gleichen sprechen. Denn häufig wird nur die paritätische Doppelresidenz mit einer 50-50 Zeitaufteilung unter dem Wechselmodell verstanden. In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist das aber nicht ein erforderliches Definitionskriterium, sondern da reicht es, wenn ungefähr 1/3 bei einem Elternteil und 2/3 beim anderen Elternteil die Zeit verbracht wird. Zeit, zu Hause sein bei beiden Eltern und geteilte elterliche Verantwortung sind die 3 Komponenten, die das Wechselmodell definieren. Und es ist interessant, wenn man sich genau anguckt, ein Kind, das ein sehr ausgiebiges Umgangsrecht mit dem Nicht-Residenz-Elternteil hat, verbringt auch ungefähr 30% seiner Jahreszeit mit diesem Elternteil. Und trotzdem ist es ein Residenzmodell, weil diese Zeit ist Alltag und Wochenende. Wenn man ein langes Wochenende hat, vielleicht auch noch bei kleineren Kindern irgendwie einen Nachmittag mit drin und die Hälfte der Schulferien, die ja doch sehr umfangreich sind, dann kommen sie tatsächlich auch auf ca. 30% im Residenzmodell. Trotzdem, und das ist die Abgrenzung, im Wechselmodell muss auch Alltag geteilt werden. Wenn man zum Beispiel in einem Monat 1 Woche bei einem Elternteil wäre und 3 Wochen beim anderen, dann wäre das nach dieser Definition gerade noch ein sehr asymmetrisches, aber doch ein Wechselmodell. Dann ist Zuhause-Sein ein Kriterium. Die Kinder sind bei beiden Eltern zu Hause und nicht nur zu Besuch. Das macht vieles schwierig, denn die Rechtsordnung ist vom Residenzmodell her gedacht. Man spricht vom Umgang. Es gibt im Wechselmodell aber keinen Umgang mehr, sondern es gibt ein Zuhause-Sein bei beiden Eltern. Und es gibt per Definition auch die geteilte rechtliche und pädagogische Elternverantwortung, die bei beiden Eltern bleibt, trotz Trennung und Scheidung. Die Disziplinen, die ich hier herausgreife und betrachten möchte, habe ich zusammengefasst ein bisschen in die Juristinnen und Juristen, die Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und die Psychologinnen und Psychologen. Und ich möchte mit Letzterem beginnen. Die Scheidungsfolgenforschung, ich bin da tief zurückgegangen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja Juristin und musste mich wirklich sehr einarbeiten in psychologische Terminologie, Forschungsmethoden und einfach, ich kam mit der Beschäftigung immer tiefer zurück bis in die 60er Jahre. Bindungstheorie, was ist das überhaupt? Seit wann gibt es Scheidungsfolgenforschung und was hat man da eigentlich herausgefunden? Und soweit ich das zusammenfassen kann, ist bekannt und auch unbestritten, dass es verschiedene Stressoren gibt, die Kindern das Leben nach Trennung und Scheidung erschweren. Und dazu sind zu zählen an erster Stelle der Verlust eines Elternteils oder des Kontaktes zu einem Elternteil, die Überlastung des alleinerziehenden Elternteils mit der Folge, dass der auch weniger elterliche Ressourcen für das Kind, das er eigentlich alleine betreut, über hat. Ökonomische Probleme, wo ich erst dachte, das ist ja sicherlich irgendwie jetzt so 60er, 70er Jahre USA-Forschung, aber das ist es nicht. Es gibt eine ganz aktuelle Studie aus Norwegen, die mit dem Ansatz heranging in unserem modernen Sozialstaat mit Gleichberechtigung. Da ist ökonomische Problemlage nach Trennung und Scheidung doch kein Thema und das Ergebnis war doch, es ist ein Thema und es hat auch was mit mangelnder Chancengleichheit von Kindern alleinerziehender Elternteile zu tun. Es ist dann keine blanke Armut, aber eine relative Armut, die doch die Teilhabemöglichkeiten der Kinder reduziert. Elterlicher Konflikt
ist, also das ist jetzt nicht in einer Hierarchie, sondern man musste diese Kästchen halt übereinander stellen. Elterlicher Konflikt ist wahrscheinlich mit dem Verlust des Elternteils der zweitwichtigste Grund, warum Kinder leiden unter Trennung und Scheidung, wenn sie in diesen Konflikt insbesondere einbezogen werden oder gar instrumentalisiert. Die Ressourcen, die man diesen Stressoren gegenüberstellen kann, sind ebenfalls bekannt. Ausreichende Zeit mit beiden Eltern, um den Verlust oder den Kontaktabbruch zu einem Elternteil zu verhindern. Geteilte elterliche Verantwortung, eine ökonomische Unterstützung der Gesamtfamilie und jede denkbare Möglichkeit der Konfliktdeeskalation. Ich habe insgesamt 45 Forschungsstudien gefunden, die international publiziert sind, psychologische, empirische Forschungsstudien, qualitative und quantitative Studien. Qualitative sind die, in den Interviews geführt werden, die ausgewertet werden, und quantitative sind eher die, mit den Tests und Fragebögen arbeiten, wenn man das so etwas verallgemeinert sagen kann. Die ganz überwiegende Mehrheit kommt zu deutlich positiven Ergebnissen und sind, wie gesagt, fast alle aus den USA, einige auch aus Australien, was damit zusammenhängt, dass in Australien seit 2006 das Wechselmodell als obligatorisch vorzuziehende Betreuungsform eingeführt wurde. Dazu sage ich später noch was. Und dort gibt es viele Studien dazu, auch eine große Evaluation dieser Gesetzänderung. Und es gibt aber auch einige aus europäischen Ländern, insbesondere aus Skandinavien, Niederlanden, Belgien, Großbritannien, aber keine aus Deutschland. Aus Deutschland habe ich eine, zwar sehr interessante, aber doch nur, ja, eingeschränkt aussagefähige Diplomarbeit gefunden. Es gibt hier keine psychologische Forschung. Es gibt auch, ich nehme es gleich vorweg, keinerlei empirische Daten, wie Eltern ihre Kinder betreuen. Ich kann also, obwohl ich das immer gerne machen würde, nichts dazu sagen, wie viele Menschen ein Wechselmodell praktizieren. Das zentrale Ergebnis der Studien ist, und das ist für mich eigentlich der Punkt, wo man den Vortrag auch schon wieder beenden könnte, die Erkenntnis, dass Kinder, die im Wechselmodell betreut werden und dadurch mehr Zeit auch mit dem Vater auch im Alltag verleben, eine stärkere emotionale Eltern-Kind-Bindung entwickeln als im Residenzmodell und dass diese ähnlich eng ist oder gleich eng wie in sogenannten intakten Familien. Ich schreibe das deswegen in Anführungszeichen, weil eigentlich sind damit Familien gemeint, wo alle zusammenleben. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass die wirklich intakt sind, aber es wird hier in der Stichprobe immer die zusammenlebende und die getrennt lebende Familie verglichen. Diese unteren beiden Studien, das ist eine niederländische Studie und eine schwedische, haben also tatsächlich gleich enge Eltern-Kind-Bindung nachgewiesen. Und ich denke, nach allem, was ich verstanden habe, wie wichtig eine Eltern-Kind-Bindung für das Leben und die Entwicklung des Menschen ist, ist das eigentlich das überzeugendste Argument dafür, dass man sich mit dem Wechselmodell beschäftigen muss. Die Eltern-Kind-Beziehung, jetzt im weniger technischen Sinn, wurde auch untersucht. Und auch da gibt es sehr interessante Studien. Die Kinder haben eine engere Beziehung zu ihrem Vater als in intakten, in zusammenlebenden Familien, weil sie ihren Vater in einer ganz anderen Elternrolle erleben können, die er, und das sagen auch viele Väter im Interview, die sie beim Zusammenbleiben, beim Zusammenleben mit der Partnerin, der Ehefrau, nie erreicht hätten, diese Vaterrolle, sondern die ihnen eigentlich erst durch die Trennung und das dann praktizierte Wechselmodell ermöglicht wurde. Die bessere Beziehung zum Vater geht nicht zu Lasten der Mutter. Das finde ich eine sehr wichtige Botschaft, weil ich glaube, dass viele Mütter massive Ängste haben, dass sie, je mehr Zeit ihr Kind mit dem Vater verbringt, desto eher Gefahr laufen, dass ihre Beziehung zum Kind oder die Bindung des Kindes an sie darunter leiden könnte. Dass sie vielleicht auch Angst haben, dass das Kind sich irgendwann ganz von ihnen weg und zum Vater hin entscheiden könnte. Die Untersuchungsergebnisse sind klar, dass die Kinder, die erleben, dass sie einen bindungstoleranten Elternteil haben, der es zulässt, dass sie auch enge Kontakte zum anderen Elternteil pflegen, zu diesem loslassenden Elternteil ebenfalls eine engere Bindung haben, als wenn einer versucht, sie ganz für sich zu vereinnahmen. Diese obere Studie, die ich hier zitiere, ist von der WHO durchgeführt in 36 westlichen Industrienationen, unter anderem auch in Deutschland, hat ungefähr 200.000 Kinder in der Stichprobe, ist also eine ganz große Massenuntersuchung, die natürlich sehr viele Dinge erfragt und erforscht hat, und das ist nur ein ganz kleiner Aspekt dieser Studie.
Aber sie ist insofern beachtlich, weil sie eben so eine große Stichprobe hat und auch große Internationalität widerspiegelt. Das unten, die genannten, sind amerikanische Studien. Und Bjarnason und Arnason, das sind Isländer, die haben aber nur diese WHO-Studie ausgewertet und publiziert. Also keine isländische Studie. Die psychische Anpassung der Kinder im Wechselmodell ist gut. Die ersten Forscherinnen, die damit Pilotstudien loslegten, 1979 und 1981, mussten sich mit der noch herrschenden Meinung, dass ein Kind überhaupt nicht zwei psychologische Elternteile haben könnte, nach der Trennung auseinandersetzen und waren schon total zufrieden sozusagen, als sie feststellen konnten, dass die Kinder nicht verrückt sind und gestört, sondern dass es denen ganz gut geht. Später hat sich dann die Fragestellung natürlich geändert. Da war dann nicht die Frage, können Kinder das überleben, sondern wie geht es ihnen und was haben sie für Vor- und Nachteile? Und sie zeigen gleich gute Anpassungswerte oder sogar bessere als im Residenzmodell. Die Studien hier sind eine britische, eine amerikanische Meta-Analyse, eine norwegische Studie und die letzte, Kaspiev et al. 2009, ist eine australische Evaluationsstudie, die sehr umfangreich ist, sehr differenziert und das also nachgewiesen hat. Kinder im Wechselmodell zeigen auch eine bessere sozioemotionale und kognitive Entwicklung, letzteres gemessen an ihrer Sprachentwicklung, als Kinder im Residenzmodell. Das sagt eine andere australische Studie hier, ist, finde ich, auch völlig plausibel, denn wenn Kinder zwei Eltern haben, die ihnen ihre Ressourcen mitgeben, alles, was sie ihrem Kind zuwenden und beibringen können, ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass dann auch mehr ankommt. Die emotionale Stabilität knüpft an den häufig vorgetragenen Einwand ein, die Kinder hätten nicht ausreichend stabile Lebensverhältnisse, ihnen würde der feste Lebensmittelpunkt fehlen. Hier zitiere ich Kelly und Lamb. Joan Kelly ist eine der führenden US-amerikanischen Scheidungsfolgenforscherinnen, Entwicklungspsychologin, und Mike Lamb ist in Cambridge Entwicklungspsychologe. Und ich finde, sie haben das sehr schön formuliert, dass dieser Lebensmittelpunkt nicht eine geografische Frage ist. Es geht nicht um eine Wohnung, um ein Haus, einen Ort, sondern es geht um Stabilität, die durch konsistente, angemessene Fürsorge, Affektion, Akzeptanz erzeugt wird, durch Konsistenz in dem Beziehungserleben, Kontinuität im Beziehungserleben, und eine abwechselnde Betreuung kann eben diese Beziehungskontinuität eher gewährleisten, als dass eine Alleinbetreuung oder überwiegende Alleinbetreuung durch einen Elternteil gewährleisten kann. Kinder im Wechselmodell sind auch physisch gesünder, sie sind seltener krank. Eine amerikanische und eine australische Studie, interessant finde ich letztere, dass im Wechselmodell signifikant seltener Hyperaktivität, ADHS, diagnostiziert wurde, als bei Kindern im Residenzmodell, jeweils auch mit einer Vergleichsgruppe von Kindern, die mit zusammenlebenden Eltern aufwachsen. Und auch hier die Wechselmodellkinder mit den zusammenlebenden intakten Familien gleich häufig oder selten solche Diagnosen erfahren müssen. Zufriedenheit der Kinder ist ein sehr ausführlich immer wieder hinterfragter, untersuchter Punkt. Sie sind mit ihrer familiären Situation deutlich zufriedener, also mit dem Kontakt, den sie mit ihren Eltern haben, mit der Unterstützung, die sie erfahren. Das ist auch ganz international bestätigt. Sie haben ja der Reihe nach, also ein, zwei amerikanische Studien, dann eine große britische Studie von Smart et al., die ist nicht Psychologin, die ist Soziologin, Smart, Million Brown, Amerikaner, dann eine Norwegerin, eine Österreicherin. Also überall sagen die Kinder, sie sind mit ihrer Familiensituation zufrieden. Sie sind auch allgemein mit ihrem Leben zufriedener. Das ist wieder eine dieser Fragen, die in dieser WHO-Studie gestellt wird. Einfach, wie zufrieden bewertest du deine Lebenssituation? Und dann gibt es eine Skala von 1 bis 10. Und hinterher haben sie geguckt, unterscheidet sich das je nach Betreuungssituation zu Hause? Und es hat sich deutlich unterschieden. Sie sind auch mit ihrer schulischen Situation zufriedener und sind deutlich seltener Mobbingopfer in der Schule, im schulischen Kontext, als Kinder im Residenzmodell. Diese Bergström-Studie ist auch sehr interessant, weil sie mit 165.000 Schulkindern in Schweden durchgeführt wurde. In einem ganz anderen Kontext, wo es darum ging, wie geht es Kindern in der Schule, was brauchen sie an Unterstützung, dass sie sich da wohlfühlen, dass sie gut lernen können. Und die Frage der Unterschiedlichkeiten je nach familiärer Betreuungssituation war sozusagen nur so ein Randprodukt, was dabei mit abfiel, aber doch mit interessanten und signifikanten Ergebnissen, sodass Bergström die auch
separat publiziert hat und sagt, offensichtlich sind diese Kinder gestärkter als das Kinder im Residenzmodell sind, die überdurchschnittlich oft Opfer von Mobbing sind. In einer amerikanischen Befragung haben junge Erwachsene, Studierende an der Universität, die im Wechselmodell betreut wurden, ihre Eltern hatten sich vor dem 16. Lebensjahr getrennt, die dann im Wechselmodell betreut wurden, bis sie erwachsen waren, haben 93% gesagt, das war für sie die beste Betreuungslösung, die sie sich vorstellen können. Das finde ich ist eine sehr hohe Zustimmungsrate. Die, in dieser Studie von Lücken gab es keine Vergleichsstichprobe mit Kindern in anderen Betreuungsmodellen, aber es gibt zwei andere Studien, die Residenzmodellkinder interviewt haben, die überwiegend sagen, sie hätten den Kontakt zu ihrem Vater sehr vermisst. An der Stelle will ich sagen, natürlich, ursprünglich habe ich das immer alles sehr geschlechtsneutral formuliert und spreche immer nur vom überwiegend betreuenden Elternteil und vom weniger betreuenden Elternteil. In den amerikanischen Studien fällt mir auf, die machen sich die Mühe gar nicht, sondern die gehen ganz klar davon aus, meistens leben die Kinder bei der Mutter und besuchen den Vater. Und ja, also das ist jetzt nicht auch von mir schlampig irgendwie dargestellt, sondern die sprechen ganz klar vom Vaterkontakt, vom Vermissen des Vaters. Und da gibt es nicht mal eine Fußnote, dass es auch Kinder gibt, die ihre Mütter vermissen. Dazu werde ich nachher noch was sagen, wenn wir die Sorgerechtsentscheidungen angucken, wie die ausfallen. Und was mein ganzer Eindruck gestern und auch heute war, ist, dass Sie hier in diesem Bundesland ganz andere Situationen und Zustände haben, als ich sie zum Beispiel bei uns in Bayern erlebe. Ich komme aus Nürnberg und in Bayern ist, da gibt es auch Justizstatistik, die sagt, dass eben ganz, ganz überwiegend die Betreuung von den Müttern durchgeführt wird. Und wenn ich hier immer wieder so höre, ja, dass die Kinder beim Vater leben, dann denke ich immer, ach, wie viele Ausnahmefälle haben Sie denn hier? Weil das ist nicht überall so. Also wenn Sie das mir bitte nachsehen, dass ich hier jetzt nicht immer die politisch korrekte Doppelbezeichnung nenne. Die Elternzufriedenheit wurde auch untersucht. Mütter und Väter sind zufriedener als Eltern im Residenzmodell. Es ist nicht verwunderlich, es ist nachgewiesen, dass die Väter noch zufriedener sind als die Mütter, weil sie wissen, dass die Alternative für sie eben meistens schlechter ist aus der Sicht der Kontaktmöglichkeiten. Aber auch die Mütter sind zufriedener als Mütter im Residenzmodell. Und das hat viel, glaube ich, mit der Überlastung einer alleinerziehenden, erwerbstätigen Betreuungsperson zu tun. Kaspiev haben das in Australien mit über 10.000 Eltern erfragt und 70-80% waren sehr zufrieden mit dem Wechselmodell, gaben an, dass es für alle Beteiligten gut funktioniere und auch den Kindern gut täte. Dazu muss man sagen, dass da in Australien auch viele dabei sind, die unfreiwillig ein Wechselmodell praktizieren, weil es einfach gesetzlich vorgeschrieben ist, weil die Gerichte es anordnen, weil die Beratungsstellen nicht offen sind in ihrer Zielsetzung in der Beratung, sondern klar auf Shared Care hin steuern sollen, wo immer es geht. Und dort trotzdem eine so hohe Zustimmungsrate zu erhalten, finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Warum sind die Eltern zufriedener? Weil sie Berufstätigkeit und Familienleben besser vereinbaren können. Das gilt eben für vor allen Dingen für die Eltern, die sonst der allein überwiegend Betreuende im Residenzmodell wären, weil sie Freizeit haben für ihr Privatleben, vielleicht neue Partnerschaften, vielleicht ein Hobby, vielleicht Fortbildung, Erwerbstätigkeit ausbauen oder einfach mal ausschlafen und Ruhe für sich haben. Das ist ja etwas, was alleinerziehenden Eltern oft selten oder gar nicht zuteil wird. Das schätzen die, das ist es, was auch die Mütter schätzen im Wechselmodell und dann doch auch, immerhin an dritter Stelle genannt, enge Bindung und Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil ist etwas, was viele auch als wertvoll erachten und als förderungswürdig. Die Kinder profitieren natürlich davon, dass sie zufriedenere Eltern haben. Das schlägt sich unmittelbar auf sie durch, führt über die Zeit zu mehr Kooperation und auch zur Konfliktreduktion, dazu komme ich aber auch später nochmal, da gibt es separate Untersuchungen zu. Fazit aus der Forschung, hier zitiere ich Harald Wernick, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Wien, der in einem Satz zusammengefasst hat, dass aus Sicht der Entwicklungspsychologie die empirische Befundlage dahingehend zusammengefasst werden kann, dass die Doppelresidenz, das ist der in Österreich gebräuchliche Begriff, nach einer Scheidung oder Trennung der Eltern im Regelfall für das Kindeswohl das günstigste Rahmenmodell darstellt. Der australische
Psychologe Smith sagt, das Wechselmodell Shared Care ist das Rolls-Royce-Modell der Kinderbetreuung. Das finde ich ist ein schöner Begriff. So, jetzt möchte ich einen Teil auf die juristische Sicht lenken. Die gemeinsame elterliche Sorge haben wir seit 1998 und hat dazu geführt, ich fand das selber für mich ganz interessant, hier nochmal neuere statistische Ergebnisse mir anzugucken, dass in 94% aller Scheidungsverfahren gar kein Sorgerechtsantrag gestellt wird. Es bleibt automatisch bei der gemeinsamen elterlichen Sorge. Ich finde, das ist eine enorm hohe Zahl. In den Verfahren, die durchgeführt werden, wird wiederum bei den Verbundverfahren in 19%, bei den isolierten Sorgerechtsverfahren in 11% der Fortbestand der gemeinsamen, uneingeschränkten gemeinsamen rechtlichen elterlichen Sorge verfügt, sodass es am Ende mehr als 94% sind, die mit der gemeinsamen Sorge leben. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, mit dem Rechnen habe ich es nicht so. Es sind auf jeden Fall ganz wenig Eltern, die eigentlich Alleinsorge haben. Und das wollte ich hier mal kurz ins Bewusstsein holen, weil sie ja doch immer sehr viel mit denen zu tun haben, die hier im roten Bereich agieren. Die Sorgerechtsentscheidungen in Verbundsverfahren fallen so aus, dass sie zu 71,8% zugunsten der Mütter entschieden werden und nur zu 7,3% zugunsten der Väter. Die Zahl oben war schon genannt, bei beiden Eltern verbleibt es bei ca. 20%. Dann gibt es noch die geteilten Entscheidungen, wo ein Kind bei der Mutter, eins beim Vater landet und schließlich die Sorgerechtsübertragung auf Dritte, aber das ist verschwindend gering. Es zeigt jedenfalls eine sehr starke Tendenz hin, wenn elterliche Sorge entschieden werden muss, diese doch der Mutter zu übertragen. Ich habe jetzt hier nur die Zahlen angegeben, die im Scheidungsverbund relevant sind. Bei anderen Sorgerechtsentzugsverfahren, die nach 1666 begonnen werden, sehen die Verteilungen anders aus, weil da ganz häufig die elterliche Sorge auf Dritte übertragen werden muss. Die Wechselmodellentscheidungen werden im Verfahren um die rechtliche elterliche Sorge in der Regel nicht getroffen. Es ist für mich ganz unverständlich, wie wenig sich die Gerichte bis jetzt damit beschäftigt haben. Jedenfalls ist es nicht explizit nachvollziehbar, ob die Anordnung des Wechselmodells eigentlich eine Frage der elterlichen Sorge ist oder des Umgangsrechts. Bei den OLG-Entscheidungen, die ich ausgewertet habe, kann man sagen, es ist ungefähr halbe-halbe. Es gibt Verfahren, wo ein Elternteil zunächst über einen Sorgerechtsantrag versucht hat, ein Wechselmodell zu kriegen, hat den durch alle Instanzen durchverfolgt, ist damit gescheitert und hat es dann wieder beim Amtsgericht beginnend mit dem Umgangsverfahren versucht, auch hier keine Thematisierung dieser Doppelgleisigkeit. Aus rechtssystematischer Sicht ist es für mich ganz klar eine Frage der elterlichen Sorge, denn Umgangsrecht ist, wie ich es anfangs schon sagte, vom Residenzmodell her gedacht. Das Kind geht im Wechselmodell nicht zu Besuch, sondern es wohnt bei dem Elternteil. Insofern müsste es im Bereich der elterlichen Sorge angeordnet werden. Faktisch ist es aber so, dass es einfacher ist und in der Regel auch übers Umgangsverfahren angeordnet wird. Ich habe Ihnen hier einige, ganz wenige Entscheidungen nur abgebildet und möchte die referieren. Eine sehr interessante vom OLG Brandenburg aus 2010, dass in einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Sorgerechtsstreit beiden Eltern nach 1666 die elterliche Sorge entzogen hat, mit der Begründung, ihr Sorgerechtsstreit verletzt das Kindeswohl, hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf das Jugendamt übertragen, mit der Auflage, ein Wechselmodell mit 14-tägigem Wechsel zu installieren. Also ein Weg, den ein Gericht gefunden hat, um ja, der fehlenden Anordnungslegitimation aus 1671 zu begegnen, denn ein Wechselmodell ist im Gesetz einfach nicht explizit vorgesehen. Andere Gerichte gehen den Weg, dass sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht doch einem Elternteil übertragen, und zwar demjenigen, der ein Wechselmodell anstrebt und wo sie argumentieren können, sie sehen die beste Gewähr, dass der eben dafür sorgen wird, dass ein gleichmäßiger Kontakt zu beiden Eltern aufrechterhalten werden kann, während der andere Elternteil, der die Alleinsorge und auch die überwiegende Betreuung für sich beansprucht hat, dann das Nachsehen hat. Das hat den Nachteil, dass das Gericht natürlich keine Garantie hat, dass dieser Elternteil erstens hält, was er verspricht, und zweitens ist es auch ein eigentlich übermäßiger Eingriff, jetzt im Sinne von Verhältnismäßigkeit, denn hier wäre eine Sorgerechtsübertragung gar nicht notwendig, wenn es eine andere Lösung gäbe. Und dann
Moment, muss ich weitergehen, machen eben viele Gerichte einfach Umgangsanordnungen. Das OLG Koblenz hat 2010 eine Entscheidung getroffen, die eigentlich ziemlich hanebüchen ist. Es hat den Vater, der ein wöchentlich wechselndes Wechselmodell beantragt hat, seitenlang in die Urteilsbegründung geschrieben, wie kindeswohlschädlich das wäre und wie egoistisch er da seine Vaterinteressen vertritt, hat dann ein Wechselmodell angeordnet mit asymmetrischer Betreuungszeitverteilung und mit doppelt so viel Wechseln pro Monat, als das ursprüngliche beantragte Modell beinhaltet hätte, nennt das Ganze aber ein Residenzmodell, weil es sagt, das ist ja nicht 50-50, da hat ja die Mutter mehr Betreuungskapazität und das soll dem Kindeswohl dann plötzlich entsprechen. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum oder ab welchem Prozentsatz da plötzlich das Kindeswohl auf die andere Seite schlägt. Dieses Urteil wird sehr häufig zitiert, denn es war das erste, wo ein OLG klipp und klar gesagt hat, gegen den Willen eines sorgeberechtigten Elternteils kann kein Wechselmodell angeordnet werden. Dafür wird es immer wieder zitiert. Es lohnt sich aber auch aus anderen Gründen, das mal anzugucken. Es gibt vom Kammergericht Berlin aus dem letzten Jahr eine Entscheidung, dass ein 50-50-Wechselmodell mit paritätischer Zeitverteilung angeordnet hat. Und zwar hier im Sorgerechtsverfahren hatten die Eltern um das Wechselmodell gestritten. Das Gericht hat es bei der gemeinsamen elterlichen Sorge belassen, von Amts wegen ein Umgangsverfahren eröffnet und die Betreuung 50-50 angeordnet. Genauso auch das Amtsgericht Erfurt in einer sehr hübschen Entscheidung, kurz und knackig, wo der Richter geschrieben hat, ihr Eltern streitet hier um Sorgerecht, aber eigentlich geht es euch um die Zeit mit dem Kind. Und ich sage, ihr kriegt gemeinsame elterliche Sorge und werdet die Zeit euch teilen. Ein 6- oder 7-jähriger Junge. Ob ein Gericht das darf, ist nicht ganz geklärt. Es ist umstritten. Das OLG Brandenburg hat es verneint. Es hat einem Potsdamer Richter die Entscheidung aufgehoben, gesagt, er darf eine paritätische Betreuung im Umgangsverfahren nicht anordnen, denn das wäre dann ja kein Umgangsrecht mehr, womit das OLG Brandenburg eigentlich nicht ganz Unrecht hat. Es hat die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen, aber dieser Vater hat sie leider nicht eingelegt, sodass von daher jetzt erstmal keine Klärung zu erwarten ist. Ich möchte einen kurzen Exkurs zum Grundrechtsschutz im Sorgerecht machen, weil ich es wichtig finde, das immer im Hintergrund zu haben und weil ich auch hoffe, nachdem da vom BGH jetzt vielleicht nicht so schnell was kommt, dass aus anderer Ecke vielleicht sich eine Stimme melden könnte. Zum Beispiel aus Karlsruhe. Artikel 6 Absatz 2 ist, wenn man ihn sich durchliest und erstmal ihn wörtlich auslegt, ganz klar, Pflege und Erziehung, Recht und Pflicht der Eltern, das nicht dadurch endet, dass sie sich getrennt haben. Und die momentane BGB-Lage, wonach das Gericht auf Antrag auf einen Elternteil die elterliche Sorge zu übertragen hat, lässt, je nach Auslegung, die überwiegende Mehrheit sagt aber, es lässt keine Wechselmodellanordnung zu. Ich denke, man kann 1671 verfassungskonform auslegen und könnte eine abwechselnde Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts anordnen im wöchentlichen Wechsel. Das wäre dann auch kein Eingriff in die inhaltliche Ausübung der elterlichen Sorge, was das Bundesverfassungsgericht ja nicht zulässt. Das Gericht darf nur elterliche Sorge übertragen, es darf den Eltern aber nicht sagen, wie sie sie ausüben sollen. Es könnte aber sagen, diese Woche hat die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht, nächste Woche hat es der Vater. Das wäre möglich, ist aber ehrlich gesagt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das gebe ich zu, aber es ist ein gangbarer Weg. Hat allerdings noch kein Gericht bisher meines Wissens so gemacht. Stattdessen sagt beispielsweise Rixe in einem sehr interessanten Aufsatz zu Wechselmodell und Verfassungsrecht, der im September erschienen ist, dass es nicht verfassungskonform ist, wie der 1671 ausgestaltet ist, weil er keine Anordnung des Wechselmodells zulässt und weil hier faktisch der Zugang zur Ausübung seines Elternrechts und zum Nachkommen seiner Elternpflicht eines Elternteils vom Veto des anderen Elternteils abhängig gemacht wird und das darf im Ergebnis nicht sein. Dass man das so sagen kann, ist Folge der OLG, der herrschenden OLG-Meinung, dass gegen den Willen eines Elternteils eben kein Wechselmodell angeordnet würde. Und damit kann dieser eine Elternteil über die Möglichkeit, seinen Grundrechten nachzukommen, des anderen Elternteils entscheiden. Außerdem ist eine mittelbare Diskriminierung zu beklagen, wenn man sieht, wie die
gerichtlichen Entscheidungen ausfallen. Interessant fand ich es zu lesen, dass im Mai diesen Jahres im amerikanischen Bundesstaat Arkansas ein neues Familienrecht in Kraft getreten ist, das ausdrücklich beinhaltet, dass Sorgerechtsentscheidungen unabhängig vom Geschlecht der Elternteile zu entscheiden seien. Wo man sagen kann, das ist ja eigentlich selbstverständlich, auch die Amerikaner haben eine Verfassung, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen vorsieht, aber es ist eben scheinbar doch nicht ausreichend, eine solche Verfassung zu haben. Das Residenzmodell, das den Regelungen im BGB zugrunde liegt, geht von einem Familienbild aus, das, als das BGB geschaffen wurde, sicherlich der sozialen Realität entsprach. Es geht nur noch bedingt oder in vielen Einzelfällen halt auch gar nicht mehr von dem Familienbild aus, das heute gelebt wird. Dort, wo Eltern in der Partnerschaft sich gemeinsam um die Kinder kümmern, die Kinder betreuen, erziehen, beide Eltern erwerbstätig sind, sich den Haushalt irgendwie mehr schlecht als recht teilen, dort ist es eine Rolle rückwärts in ein völlig überkommenes Familienmodell, wenn nach der Trennung plötzlich einer für Kinderbetreuung und der andere fürs Unterhalt erwerben zuständig erklärt wird. Die Verknüpfung von Unterhalt und Betreuungsmodell möchte ich jetzt hier nicht näher thematisieren. Sie ist im Wechselmodell sehr schwierig, da wir eine sehr ungünstige Rechtsprechung vom BGH haben. Der hat 2005 und noch einmal 2007 bekräftigt, entschieden, dass nur bei einer tatsächlichen 50-50-Betreuung dies unterhaltsrechtliche Konsequenzen hat. Mehr hat er nicht gesagt, weniger aber leider auch nicht. Das heißt, wenn es 49-51% sind, muss der 49% der Zeit betreuende Elternteil den vollen Kindesunterhalt zahlen, so als würde er das Kind überhaupt nicht betreuen, nie. Da wird überhaupt keine Differenzierung zugelassen und das ist, denke ich, auch nicht verfassungsgemäß, weil hier diesen paar Stunden pro Monat, die das vielleicht ausmacht, ein ungeheures Gewicht in Folge beigemessen wird, nämlich dass sie hopp oder top über die Unterhaltspflicht entscheiden. Diese Rechtsprechung ist eine Bremse, weil, das ist auch, glaube ich, für Anwältinnen und Anwälte ein wichtiges Thema, sie müssen ihre unterhaltsberechtigte Partei eigentlich so beraten, dass sie ein paritätisches Wechselmodell nicht machen, wenn dann Unterhaltsansprüche verloren gehen könnten. Im Moment, kann man sagen, ist man da ja eigentlich auf der sicheren Seite, denn es ist ja nur bei 50-50. Man müsste dann eben sagen, okay, aber 60-40, das machen wir. Insofern ist diese Bremse auch wieder nur bei einer wirklich paritätischen Diskussion notwendig. Grundrechtsschutz erwarte ich mir auch vom Europäischen Gerichtshof, der ja in den letzten Jahren stark und immer wieder die Elternrechte von Vätern unterstützt hat oder gestärkt hat, durch Hinweis, dass ihr Recht auf Familienleben durch die deutschen Regelungen nicht ausreichend geschützt würde. Mir ist von zwei Verfahren bekannt, die dort anhängig sind, wo sich Väter dagegen wehren, dass ihnen kein paritätisches Wechselmodell vom Gericht zugebilligt wurde. Und es ist spannend und zu erwarten, was dabei herauskommen wird. Fazit und Handlungsbedarf jetzt in der rechtlichen Sicht. Ich halte es für dringend erforderlich, den 1671 zu ergänzen, auf die Möglichkeit, eine abwechselnde Betreuung anzuordnen. Ich gehe nicht einmal so weit, dass es notwendig wäre, hier eine Priorität oder eine Priorisierung auszusprechen, denn es ist eine Einzelfallentscheidung. Es muss im Kindeswohl entschieden werden und es würde vermutlich in vielen Fällen das Kindeswohl dafür sprechen, eine geteilte Betreuung der Eltern anzuordnen. Aber ich halte es auch nicht für richtig, jetzt ein Dogma durch ein anderes zu ersetzen und ich stehe nicht dafür zu sagen, alle Kinder müssen jetzt im Wechselmodell betreut werden. Es gibt sehr viele Fälle, in denen das nicht günstig ist und auch nicht kindeswohlgerecht. Und insofern würde es völlig ausreichen, wenn der 1671 hier diese Möglichkeit eröffnen würde, wie man das auch immer ausgestalten mag, das soll Sache des Gesetzgebers bleiben. Ich habe mir erlaubt, einen Formulierungsvorschlag zu schreiben und auch zu begründen, aber noch sind wir davon ganz weit entfernt. Es gab mehrere Petitionen an den Deutschen Bundestag, Entschuldigung, die das Wechselmodell betrafen. Die sind mit einem kurzen Schreiben mit drei Textbausteinen abgelehnt worden. So, jetzt die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unter Ihnen. Was habe ich Ihnen mitgebracht? Zunächst einmal ein Blick auf die Lage Alleinerziehender in Deutschland.
Sie haben zu über 90% Frauen, die alleinerziehend sind, und zu unter 10% Männer. Wenn man noch dazu betrachtet, dass statistisch erwiesen ist, dass Väter eher ältere Kinder betreuen, wenn sie alleinerziehend sind, und Mütter eher die kleineren, jüngeren Kinder, dann wird ganz klar, dass die Belastung auch, die das alleine Großziehen eines Kindes mit sich bringt, doch sehr stark auf Frauenseite liegt. Und insofern erlaube ich mir da auch immer mal wieder diese Benennung, dass es eben um Besuchsväter und Betreuungsmütter geht in aller Regel. Das Einkommen alleinerziehender Mütter erzielen diese zu 60% aus eigener Erwerbstätigkeit, zu 30% aus staatlichen Transferleistungen und zu 10% haben sie andere Einkünfte. Unter diesen anderen Einkünften ist unter anderem auch der Unterhalt des Kindsvaters zu finden. Alleinerziehende sind sehr häufig arm. Ich finde, diese Zahlen sind erschreckend. 50% der Haushalte, die Leistungen nach SGB II beziehen, sind Alleinerziehende mit Kindern. Armutsbericht der Bundesregierung letztes Jahr. Und über 75% der alleinerziehenden Mütter mit Kindern unter 3 Jahren beziehen Sozialleistungen. Eine weitere Zahl, die ich sehr erschreckend finde, ich habe sie gestern noch mal nachgelesen in einem einer Evaluationsstudie von Roland Proksch, der 2002 veröffentlicht hat, was er herausgefunden hat über die Folgen der Einführung der gemeinsamen rechtlichen elterlichen Sorge 1998, war, dass 40%, es waren genau genommen 43% der Kinder den Kontakt zu ihrem Nichtresidenzelternteil einige Jahre nach der Trennung und Scheidung verlieren, wenn der andere Elternteil alleinige elterliche Sorge hat. Müsste ich hier, glaube ich, den Satz noch zu Ende schreiben. Ja, also es sind nicht insgesamt von allen Kindern 40%, sondern von denen, von wo es Alleinsorge des Residenzelternteils gibt, ist bei 43% nach wenigen Jahren der Kontakt zum anderen Elternteil weg. Interessant war auch die Differenzierung bei denen mit gemeinsamer elterlicher Sorge, hat er nämlich nochmal unterschieden und geguckt, ob es einen Unterschied macht, ob die deswegen in der gemeinsamen elterlichen Sorge geblieben sind, weil sie gar keinen Antrag gestellt haben, oder ob sie deswegen in der gemeinsamen elterlichen Sorge geblieben sind, weil das Gericht das angeordnet hat, obwohl sie eigentlich Antrag auf Alleinsorge gestellt hatten. Und da gab es eine leichte Differenz, aber trotzdem konnte er nachweisen, dass die Eltern, die unfreiwillig in der gemeinsamen elterlichen Sorge sind, trotzdem den Kontakt besser gewahrt und aufrechterhalten haben, als die, wo es eine Sorgerechtsentscheidung gegeben hatte. Auch das, es ist eigentlich hat nicht direkt was mit Wechselmodell zu tun, es hat was, ist ein Plädoyer für die gemeinsame rechtliche elterliche Sorge und dass sie Auswirkungen tatsächlich auf das Kontakterleben in der Zukunft der Kinder hat und eben nicht nur über die Entscheidung, wo das Kind zur Schule geht oder dergleichen. Über das Wechselmodell in Deutschland kann ich Ihnen leider nichts sagen. Es gibt keine Zahlen. Es gibt einen Wechselmodellboom dahingehend, dass alle am Trennungskonflikt beteiligten Professionen berichten, dass es häufiger praktiziert wird, dass es häufiger auch gefordert wird und dass es einfach in der Diskussion ist, mehr als es das vielleicht vor einigen Jahren noch war. Es gibt trotzdem oder unabhängig davon jede Menge Vorurteile und Missinterpretationen über die Voraussetzungen und über die Folgen des Wechselmodells. Da erlaube ich mir, auf einen Aufsatz von mir hinzuweisen in der FAM-RB im September und Oktober diesen Jahres. Er heißt Vorurteile gegen das Wechselmodell, was stimmt nicht. Und einige dieser Punkte möchte ich jetzt noch aufgreifen. Vorurteil 1, Belastung durch Wechsel. Es gibt keinerlei empirische Evidenz, dass das Wechseln zwischen den Elternhäusern die Kinder belasten würde. Es gibt darüber auch schlichtweg keine Untersuchung. Es gibt einige wenige qualitative Studien, die Kinder in Interviews gefragt haben, wie das für sie ist, dass sie da hin und her ziehen im Wechselmodell. Und die Kinder haben gesagt, das ist anstrengend, aber es lohnt sich. Mir ging durch den Kopf, wenn ich meine Kinder fragen würde, findet ihr es anstrengend, jeden Tag in die Schule zu gehen, dann würden sie mit Sicherheit sagen, ja, das ist wahnsinnig anstrengend. Und trotzdem käme ich nicht auf die Idee zu sagen, dann müssen wir alles tun, dass ihr da nicht mehr hingehen müsst. Denn wir müssen euch ja diese Anstrengung ersparen. Es ist also auf jeden Fall keine Belastung im Sinne von etwas, was man vermeiden müsste. Man kann gucken, wie man die Wechsel gestaltet, dass sie eben möglichst unangestrengt verlaufen können. Aber es gibt keinen Nachweis für Belastungen durch Wechsel. Im Übrigen ist es auch nicht plausibel, und das möchte ich Ihnen mit den nachfolgenden
Folien zeigen, denn Kinder im Residenzmodell wechseln auch zwischen den Eltern. Aus diesem Grund halte ich inzwischen den Begriff Wechselmodell für ganz ungünstig und benutze eigentlich lieber den der paritätischen Doppelresidenz oder überhaupt der Doppelresidenz im Gegensatz zur Einzelresidenz, weil das Wechselmodell irgendwie in diesem Wort schon transportiert, das ist was ganz Anstrengendes, die wechseln ja ständig. Wenn Sie aber gucken, ein normales Residenzmodell mit 14-tägigem Wochenendbesuch sieht so aus, ist immer auf einen Monat hin abgebildet, das Kind hat 4 Wechsel zu absolvieren, 4-mal Abschied, Übergang, Ankommen und dann eben auch wieder zurück. Wenn Sie ein ausgiebiges Umgangsrecht haben, das noch einen Nachmittag im Monat mit umfasst, wie es bei jüngeren Kindern gerne angeordnet wird, weil klar ist, dass dieser 14-tägige Zeitabstand viel zu lange für die ist, um den überbrücken zu können, bis sie den anderen Elternteil wieder sehen, dann wechseln diese Kinder 12-mal im Monat zwischen Mutter und Vater hin und her. Das ist aber kein Wechselmodell, das ist ein Residenzmodell. Das ist das Modell, das angeblich den Kindern den Wechsel zwischen den Eltern erspart. Tut es aber nicht. Die wechseln andauernd, die Eltern müssen Verabredungen treffen, die müssen eingehalten werden, die müssen kommunizieren. Das Kind muss vielleicht die wenig bindungstoleranten Reaktionen der Eltern aushalten und kommt dann, wie es immer gerne heißt, irgendwie durcheinander zurück. Das ist die Folge dieser Wechsel. Wenn Sie dagegen ein Wechselmodell angucken mit einem wöchentlichen Wechsel, haben Sie wieder 4 Übergänge, so wie beim 14-tägigen Besuchsrecht. Und wenn man die Wechsel noch reduziert auf 2 wöchentliche, dann haben Sie nur noch 2 Wechsel pro Monat. Und ich finde, also mir ging es persönlich so, ich war am Anfang selber recht skeptisch gegenüber dem Wechselmodell eingestellt. Als ich mir das so vor Augen gehalten habe, ist bei mir innerlich so der Groschen gefallen, dass ich dachte, Mensch, das mit dem Wechseln, das kann der Punkt nicht sein. Das zweite Vorurteil ist, dass bei hohem Konfliktniveau zwischen den Eltern ein Wechselmodell nicht möglich wäre oder nicht empfohlen werden sollte. Dazu gibt es eine Meta-Analyse von Bowserman, einem Amerikaner, die ich sehr interessant finde, weil er nachgewiesen hat, dass das niedrigste Konfliktniveau bei sehr hoher bis paritätischer Kontaktfrequenz angetroffen wird. Also wenn das Kind im Wechselmodell betreut wird, die niedrigste Konfliktlage zwischen den Eltern. Genauso wie bei völligem Kontaktausschluss, wenn es da überhaupt keine Berührungspunkte gibt und man sich jahrelang nicht gesehen hat, hat man natürlich irgendwie dann auch keine Konflikte mehr. Die höchste Konfliktbelastung haben nach dieser Meta-Analyse Familien mit mittlerer Besuchsfrequenz und das, was die Amerikaner eine mittlere Besuchsfrequenz nennen, ist das, was wir Residenzmodell bezeichnen und sagen, das ist das, was im Kindeswohl ist. Also der in Deutschland übliche Betreuungsnormalfall weist die höchste Konfliktbelastung in der Praxis auf und nach allem, was ich so sehe um mich herum, sind Residenzmodelle eben auch sehr konfliktträchtig und zwar auch kontinuierlich konfliktträchtig, weil diese Disparität zwischen den Eltern mit den Jahren ja nicht abnimmt. Was sagen die empirischen Befunde dazu? Kinder leiden unter Konflikten der Eltern mehr als unter der Trennung selbst, und zwar unabhängig vom Betreuungsmodell. Es ist auch überhaupt nicht einsichtig, warum Kinder im Wechselmodell mehr mit den Konflikten der Eltern in Kontakt kommen sollten als im Residenzmodell. Wenn man sich anguckt, wie häufig die im Residenzmodell da hin und her gehen, warum soll sie das davor verschonen, mit den Konflikten der Eltern konfrontiert zu werden? Kinder werden dadurch in Konflikte hineingezogen, dass sie entweder die Eltern belauschen, beobachten, wahrnehmen, wie sie sich streiten. Das können sie bei diesem Residenzmodell auch oft, sie können es auch am Telefon hören oder sie kriegen mit, da kommen böse Briefe, die Mutter sitzt da und weint, der Vater sitzt da und flucht. Oder sie werden sogar aktiv einbezogen, indem ein Elternteil ihnen berichtet von diesen Konflikten und ihnen erzählt, wie schlimm der andere ist und was der schon wieder mit einem vorhat. Und das ist völlig unabhängig davon, wie viel Zeit das Kind mit dem anderen Elternteil verbringt. Es ist also wirklich eine Fehlannahme, dass es da einen inneren Zusammenhang geben müsste oder könnte. Auch Eltern in stark konfliktgeprägten Beziehungen können Kinder zu deren Vorteil im Wechselmodell betreuen. Da gibt es sehr viele Studien, die das nachgewiesen haben. Diesen Kindern geht es gut. Es ist schwieriger, sagen sie im Interview, sowohl die Eltern als auch die Kinder. Aber man muss sich immer fragen, was sind denn die Alternativen? Wenn die Alternative wäre, ein Residenzmodell mit glücklichen, friedlichen Eltern oder ein Wechselmodell mit konflikthaften Eltern, dann würde ich natürlich das Residenzmodell im Frieden vorziehen.
Aber die Alternative ist ja mit höchster Wahrscheinlichkeit entweder sich streitende Eltern im Residenzmodell oder sich streitende Eltern im Wechselmodell. Es ändert also nichts an der Konfliktlage. Und wenn die Kinder schon, das ist jetzt etwas provokant formuliert, aber wenn die Kinder schon leiden müssen unter unvernünftigen, sich streitenden Eltern, dann sollen sie wenigstens nicht auch noch unter dem Kontaktverlust zu einem Elternteil leiden müssen, sondern sollen dessen Ressourcen mitnehmen können. Und das ist auch nachgewiesen, dass hier der Kontakt die Belastung durch die Konflikte partiell wenigstens kompensieren kann. Es gibt etliche Studien, die zum Ergebnis kommen bei einer Langzeitbeobachtung, dass das Wechselmodell deeskalierend wirkt, weil viele Konflikte, die anlässlich des Sorgerechtsstreits erst entstehen, dann aus der Welt geräumt sind. Wenn man den Eltern sagt, es gibt hier keinen Gewinner und keinen Verlierer, es ist jetzt geregelt, das Kind wechselt wöchentlich, dann werden die mit einer Zeit auch runterkommen von ihren Konflikten, auch Folgekonflikten wie Streit um Unterhalt und dergleichen, die ja häufig dann auch vom Tisch sind. Es gibt aus Australien einige Studien von McIntosh, die ich nicht unterschlagen will, die eine Wechselmodellgegnerin ist, auch eine Entwicklungspsychologin, die Kinder in sogenannten Hochkonfliktfamilien untersucht hat, die im gerichtlich angeordneten Wechselmodell betreut wurden. Und sie hat festgestellt, diesen Kindern geht es schlecht. Deswegen lehnt sie das Wechselmodell ab. Ich finde das eine sehr fragwürdige Konsequenz aus ihren Beobachtungen, denn man könnte genauso gut sagen, sie hat festgestellt, dass Kinder in hochstrittigen Familien, dass es denen schlecht geht. Aber sie kann keine Kausalität zum Betreuungsmodell herstellen und sie kann natürlich auch nicht nachweisen oder auch nur hypothetisieren, wie es diesen Kindern gegangen wäre, wenn sie im Residenzmodell betreut worden wären. Umgekehrt gibt es Studien, die sagen, dass bei Hochkonfliktfamilien der positive Effekt des Kontakts zum Nicht-Residenzelternteil die negativen Effekte der Konfliktbelastung kompensieren könne. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich den Begriff der Hochstrittigkeit bitte immer sehr präzise und sparsam zu benutzen. Es ist ein umschriebener Fakt, dass es das gibt, aber nicht alle Eltern, die sich heftig streiten, sind hochstrittige Eltern, sondern das sind einfach Eltern, die sich gerade heftig streiten. Die Hochstrittigkeit würde voraussetzen, dass sie über einen sehr langen Zeitraum an diesem Konfliktniveau sich sozusagen ineinander verhaken und dann nicht mehr runterkommen, was dann auch pathologische Züge annehmen kann oder vielleicht auch pathologische Ursachen haben kann. Und Eltern, die sich gerade sehr heftig streiten, werden nach meiner Beobachtung häufig so abgestempelt, dass man sagt, das ist ja ein hochstrittiger Fall, da kann man ja nichts machen. Da muss man schon gar nicht über ein Wechselmodell nachdenken, das ist ein hochstrittiger Fall. Und dann sagt ein Elternteil, ich kann aber mit dem anderen gar nicht kommunizieren. Dann sagt man, ja, dann geht auch eine gemeinsame Betreuung nicht. Und das bei Eltern, in dem einen Fall vom Ulgi Nürnberg, die Mutter Sozialpädagogin, der Vater Förderschullehrer, sagt die Mutter, sie kann mit dem aber gar nicht kommunizieren. Also wenn eine Sozialpädagogin nicht die Kommunikationskompetenz hat, sich mit dem Vater über die Belange ihrer Kinder auszutauschen, dann ist das, dass sie das einfach nicht will. Und da muss man gucken, konnte sie das früher mal? Und dann wird man sehen, ja, sie konnte es. Und dann kann man prognostizieren, wird sie es später wieder können? Und da muss man drauf kommen, wahrscheinlich würde sie es können, wenn sie nur wollte. Oder vielleicht braucht sie dazu auch noch Hilfe und Unterstützung durch Dritte, die sie da begleiten und unterstützen. Aber es ihr so einfach zu machen, dass sie sagt, ich kann mit dem nicht reden. Immer wenn ich den sehe, rege ich mich so auf. Und zu sagen, ja, dann ist eine abwechselnde Betreuung nicht möglich, das ist für mich absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar. Es gibt in der Literatur etliche Empfehlungen, wie strittige oder hochstrittige Eltern in der Betreuungsregelung bedient werden könnten, damit es deeskalierend wirkt. Nämlich ein ganz detaillierter Betreuungsplan, der keinen Raum für Diskussionen offen lässt. Es gibt viele Studien, die sagen, Eltern schätzen es, wenn sie flexibel die Betreuungspläne handhaben können. Wenn die aber sehr zerstritten sind, ist das nichts mit Flexibilität, dann muss einfach klipp und klar sein, Freitag 14 Uhr ist das Kind auf der Matte oder Übergabe findet über die Schule oder den Kindergarten statt, dass da nichts zu diskutieren ist. Möglichst lange Frequenzen, die möglichst wenig Wechsel bedingen, denn die Konflikte sind meistens anlässlich der Wechsel besonders virulent. Eine möglichst paritätische Zeitverteilung, das ist an diesem Punkt ein ganz wichtiger, weil hier die Augenhöhe zwischen den Eltern hergestellt wird. In einer asymmetrischen Betreuungszeitverteilung hätte sonst immer der Elternteil, der mehr Zeit abkriegt, irgendwie das Gefühl, er hat doch gewonnen und er hat die Nase vorn und der andere hätte das Gefühl, er ist doch der Unterlegene und bohrt weiter. Also hier kann gerade die Parität in der Zeit zu einer
Deeskalation führen und auch zu einer Beruhigung. Genaue Regelung der Entscheidungsbefugnisse für besondere Dinge. Ich war zunächst ganz erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Autorinnen und Autoren auch Wechselmodell bei nicht gemeinsamer elterlicher Sorge präferieren, weil sie sagen, gut, wenn die gemeinsame Entscheidungen nicht treffen können, können die trotzdem ihr Kind abwechselnd betreuen, dann muss eine Verteilung der elterlichen Sorgebefugnisse her, nicht, dass einer alles Alleinsorge hat, sondern dann werden verschiedene Lebensbereiche zwischen den Eltern aufgeteilt oder sogar vielleicht für eine gewisse Zeit auf Dritte übertragen, bis die wieder in der Lage sind, hier ihrer elterlichen Verantwortung nachzukommen. Neutrale Übergabe der Kinder ist schon lange üblich und praktizieren sie ja auch alle und kennen sie. Das war auch eine der zentralen Forderungen bei sich streitenden Eltern und Beratungsangebote. Das dritte und letzte Vorurteil, das ich hier behandeln will, ist das Zustimmungserfordernis, also was das OLG Koblenz gesagt hätte, es gibt kein Wechselmodell, wenn ein Elternteil das nicht möchte. Das stellt die Wünsche eines Elternteils über Wünsche und Bedürfnisse der Kinder, jedenfalls unter Umständen. Das Kindeswohl ist aber der alleinige Maßstab für die Sorgerechtsentscheidung und nicht der Wille und die Bereitschaft und die Lust eines Elternteils, ob er mit dem anderen irgendwie kooperieren möchte oder nicht. Ein weiteres Argument ist, dass auch das Residenzmodell und die Umgangskontakte und die gemeinsame rechtliche elterliche Sorge gegen die Zustimmung eines Elternteils praktiziert werden muss. Sehr häufig ist da einer nämlich nicht mit einverstanden und man sagt dem völlig selbstverständlich, trennen Sie die Elternebene von der Paarebene, Sie müssen zum Wohl Ihres Kindes hier jetzt durch. Und ich frage mich, warum man das in dieser Betreuungsfrage nicht ebenso selbstverständlich sagen kann, und sagen, es kommt hier nicht auf Ihre Befindlichkeit an und ob Sie Lust haben, das zu machen, sondern das ist gut für Ihr Kind. Und Sie werden sehen, am Ende macht Ihnen das auch noch Spaß. Die Zustimmungspflicht der Eltern oder diese Pflicht, dass beide Eltern zustimmen müssten, gibt faktisch den Müttern ein Alleinerscheidungsrecht und ist damit auch diese mittelbare Diskriminierung. In allen OLG-Entscheidungen, die ich analysiert habe, und ich habe alle, die veröffentlicht sind, glaube ich, auf dem Schirm, waren es immer die Mütter, die gegen das Wechselmodell waren und die Väter, die dafür waren. Und in dem Fall, wenn das Gericht sagt, es gibt nur, wenn beide zustimmen, ein Wechselmodell, ist das ganz klar eine Übergewichtung des Vetos der Mutter. Man muss, denke ich, diese Ablehnungsgründe hinterfragen, gucken, was sind die Gründe, die dieser Elternteil nennt, dafür, dass er sagt, er möchte ein Wechselmodell nicht praktizieren. Sind es konkrete, nachgewiesene, kindeswohlbezogene Gründe oder sind es allgemein Floskeln, ja, zu sagen, das belastet das Kind, das ist zu jung dafür oder das ist zu alt dafür, gibt es beides. Kritisch würdigen ist keine Frage des Betreuungsmodells, es muss die passende Lösung für das Kind gefunden werden. Sehr häufig sind es aber auch finanzielle, unterhaltsrechtliche Erwägungen, die man zurückweisen muss. Die bloße Abneigung oder auch der schiere Hass, den man gegenüber dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin hat, darf auch hier nicht entscheidend sein. Und wenn es Bedenken gegen die praktische Durchführbarkeit sind, muss man danach Lösungsmöglichkeiten suchen und einen Betreuungsplan aufstellen, der das eben abmildert. Die empirische Befundlage hierzu sagt, und das finde ich nochmal interessant zu sehen, dass viele Eltern, die ein Wechselmodell erfolgreich praktiziert haben, erfolgreich in dem Sinne, sie machen das über eine lange Zeit und sie sind alle Beteiligten damit zufrieden und es wird auch nicht geändert, in dem Sinne, dass jetzt ein anderes Betreuungsmodell gefunden würde, was nicht heißt, dass man nicht den Modus mal ändern kann. Sind auch viele, die das anfangs gar nicht wollten, die mit einem Antrag auf Alleinsorge zum Gericht gegangen sind und eben nach Mediation, nach Beratung oder durch richterliches Urteil, was da in den USA möglich ist, dazu verdonnert wurden, ein Wechselmodell zu praktizieren. Und trotzdem ist das am Ende für sie eine gute Betreuungssituation. Und diese eine Untersuchung von Brodsky und Kollegen hat sogar herausgefunden, dass die, die anfangs skeptisch sind, am Ende zufriedener rausgehen, als die, die sich sofort begeistert für ein Wechselmodell entscheiden und hinterher vielleicht gewisse Enttäuschungen oder Ernüchterungen erleben. Insgesamt wird eine Probezeit empfohlen. Das fand ich vorhin, ich weiß jetzt nicht mehr, wer einer der Vorredner, Vorrednerinnen sagte, dass keine Betreuungsregelung ist für die Ewigkeit. Ich glaube, das hilft auch Eltern, das anzunehmen, zu sagen, wir probieren das jetzt mal ein Jahr aus und dann evaluieren wir, gucken, wie taugt es für alle Beteiligten und machen dann eventuell eine neue Regelung oder auch nicht. Jetzt würde ich gerne noch drei Sätze sagen zur internationalen Verbreitung, aber ich wurde auf die Zeit hingewiesen. Soll ich das noch machen oder soll ich Schluss machen? Ja.
In den USA 25 bis 30%. In Skandinavien circa ein Drittel aller Trennungskinder werden in einem Wechselmodell mit einer 50-50-Betreuung betreut, also strenge Definition, paritätische Zeitverteilung. In Schweden von Kindern zwischen 6 und 11 Jahren über 50%, von deren Eltern getrennt leben, in einem paritätischen Wechselmodell 50-50. Also wenn Leute kommen und mir sagen, das geht nicht, dann ist das einfach, sie können es sich nicht vorstellen, aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht geht. Es ist dort die häufigste Betreuungsform. In den meisten europäischen Rechtsordnungen ist das Wechselmodell eine gesetzlich vorgesehene Alternative. Ich weiß nicht, ob es alle sind. Ich habe noch keine gefunden, weil es gibt einfach inzwischen so viele europäische Staaten und ich habe nicht von allen die familienrechtlichen Regelungen auf dem Schirm und habe die auch noch nicht gekriegt. Aber es ist fast überall, also überall, wo ich geguckt habe, vorgesehen als eine Alternative. In Belgien ist es auch mit Vorrang ausgestattet, genauso wie in Australien. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt noch was über Australien und über Belgien. Und dann bin ich auch am Schluss. Das ist Australien, die Verbreitung. Und hier möchte ich einfach nur den Verlauf dieser Balken Ihnen zeigen, weil der ist typisch und das finden Sie in allen Ländern, wo es entsprechende empirische Erhebungen gibt. Bei den ganz kleinen Kindern nicht so viel, bei den Kindergartenkindern deutlicher Ansprung, am meisten verbreitet Wechselmodell im Sinne von einem paritätischen, bei Kindern im Vorschulalter. Und je älter die Kinder werden, desto niedriger wird auch wieder ihre Bereitschaft zu wechseln, die dann häufig mit der Pubertät sagen, jetzt reicht es mir, jetzt möchte ich bei einem Elternteil leben, weil das Elternhaus an sich an Bedeutung abnimmt, die Peergroup an Bedeutung zunimmt und die Frage, wo ich mich am Sonntag ausschlafe, dann nicht mehr so eine große Relevanz hat, wie das für ein kleineres Kind ist. Ja, wo ich dann meine Wäsche zum Waschen hinbringe, das ist dann nicht mehr so wichtig. Und jetzt wollte ich Ihnen noch das aus Belgien zeigen, weil es da einfach schöne Verläufe gibt, die erhoben sind. Bevor die gemeinsame rechtliche elterliche Sorge eingeführt wurde, waren es knapp 7%, die ihr Kind in einem paritätischen Wechselmodell betreut haben. Das sind relativ niedrige Zahlen, aber sie haben halt auch die 0- bis 18-Jährigen. Das heißt, sie haben in der Mitte ganz viel mehr und das ist halt der Durchschnitt. Dann wurde die gemeinsame rechtliche elterliche Sorge eingeführt und schon ist auch die Wechselmodellbetreuung angestiegen. Und dann wurde 2006 das Wechselmodell als vorrangig zu berücksichtigende Betreuungsform eingeführt und es ist noch einmal angestiegen. Und hier sehen Sie die Unterscheidung nach Altersgruppen und da sehen Sie, dass bei den 0- bis 12-jährigen Kindern das Wechselmodell häufiger praktiziert wird als ein Residenzmodell mit überwiegender Betreuung bei der Mutter, dass also auch hier das Wechselmodell zum Betreuungsnormalfall geworden ist und die überwiegende Alleinsorge eines Elternteils schon nicht mehr der Normalfall ist. Danke fürs Zuhören, das war's.